nichts Schöneres als das natürliche Haar. Diese Tools, die wir haben heutzutage, dieses Haare einsetzen, Haare verdichten und solche Geschichten, sollen Tools bleiben. Aber die Liebe zu dem eigenen Haar und auch zu der eigenen Struktur ist sehr wichtig. Wenn man dann den Afro hatte, wenn man diese Locken trug, diese starke Krause entsprechend, und die älteren Damen dann, oh, das ist ja toll, dieses krause Haar, darf ich das mal anfassen? Und ich meine, nach dem ersten Mal, zweiten, dritten Mal ist es okay, aber wenn man das dann irgendwie immer bekommt, ne, fragt man sich dann auch, muss die jetzt mit ihren Händen in mein Haar fassen? Ich weiß nicht, ob ich das so will. Das passiert mir sogar sehr, sehr häufig und ich mag es auch überhaupt nicht, wenn fremde Leute mir einfach in die Haare fassen. Das ist anscheinend wirklich so was Außergewöhnliches immer noch, dass die Leute sofort irgendwie antatschen müssen. India Ari hat einen Song geschrieben und hat gesagt, I'm not my hair. Ich bin ja immer noch ich. Ich habe ja immer noch meine Persönlichkeit und die kann mir keiner nehmen. I define for myself what is professional and what is beautiful, you know. And I think my hair, as God gave it to me, is beautiful.